Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Soma. So, in der letzten Folge, da sind wir hier immer noch auf der Täterstation herumgeirrt und haben so ein bisschen was erfahren, dass der gute Mark hier zum Beispiel ein Anhänger dieser Lehren von der guten Pavlina Martino war. Und, oder beziehungsweise eigentlich, die hat ja keine Lehren, die hat ja nur so ein bisschen ein Buch darüber geschrieben. Aber er war dann der Meinung, dass ein Leben in der Arche selbst ein erfüllteres Leben ist, als das, was er als normaler Mensch bisher führte. Was soll mir das sagen? Dass da irgendeine Verbindung besteht zwischen denen anscheinend. Und er versucht es so ein bisschen mit Formeln zu erklären, denke ich mal. Was dieser Organismus bedeutet. Wir haben hier überall welche. Die sehen auch überall anders aus, so ein bisschen. Naja, nicht wirklich, aber halt so ein Stück weit. Hat er hier überall eingezeichnet. Er war auf jeden Fall sehr fleißig, muss man sagen. Okay. Außerdem haben wir in der letzten Folge auch noch etwas entdeckt. Und zwar ein Wesen, was hier herumläuft. Want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Okay, und wir sind hier gerade in Catherines Zimmer, meine Güte. Gucken wir mal, was sie so hatte. Tagebuch. 6. Juni 2103. Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der Wau beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war. Als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der Wau stehlen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. 14. Juni. Nach dem Zerlegen der Vivarium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die Wau mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneurographen konstruierte, flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan, aus dem Reed entstand. Die Reed in dem Vivarium war eine perfekte Kopie. Okay. 21. Juni. Ich hab's. Ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Pathos 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es beim Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scan-Technik der Wau mithilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagneten-Trommeltyp ausgestattet. Das war vielleicht nicht so ganz so eine gute Idee, dass man hier... Oh je, dass man hier auf auf so eine Vorlage vom Wau so ein bisschen das entwickelt hat. Vielleicht war das der Fehler. 22. Juni. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderliche Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die Wau die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die Wau muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen benutzt haben. Könnte also dann wirklich heißen, also wenn die sich auch weiterentwickeln und nicht nur auf dem ursprünglichen Stand bleiben, wie beim Gehirnscan, könnte das wirklich heißen, dass es einfach wirklich nur Maschinen sind und nicht mal die Bewusstseine der Leute, die dann irgendwie durch irgendeine fatale Fehlfunktion dort hineingeladen wurden. Also es könnte wirklich sein, dass die Maschinen sich hier so fühlen, als wären es noch diese echten Personen, auf deren Grundlage hin sie imitiert wurden. Also es könnte wirklich sein, dass die Maschinen, ja, einfach nur Maschinen sind, die denken, dass sie Menschen wären, dass sie dieses Erlebte, dass sie Robin Bass zum Beispiel heißen. 3. Juli.
Bei überraschend positivem Feedback des Teams haben wir das Arche-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass wir auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. Mark Serang hat sich nach seinem Scan umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwie auf die Arche zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass durch einige Streitereien beim Personal, entbrannten. Und anscheinend ist das irgendwie mein Fehler. Strohmeier ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. KR-Kapsel. Richard hat mir einen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgebreitet, um einen neuen Freund für Kapsel Catherine oder Catherine und ihrem Clan Vergangener zu kreieren. Neue Methode zur Turbulenzsimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems. Habe Reed implantiert, ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut mit den anderen zurecht. Sie ist zu real. Vielleicht auch unser Problem. Wir sind noch zu real anscheinend und deswegen hasst uns dieses Ding vielleicht auch. Weil wir nicht so ein durchgeknallter Freak sind, der alles mit sich machen lässt. Oh, ein Fächer. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Mal gucken wir nochmal. Keine Ahnung, was das immer sein soll. Sieht aus wie Tafelschwämmer, aber ist das, glaube ich, gar nicht. Oh, zur Selbstverteidigung. Oh Gott! Ja, Schere ist das Beste, wenn man sich selbst verteidigen will. Sieht aus wie Tampons. Sollen das Tampons sein? Wahrscheinlich. Brauche ich nicht. Ich brauche gerade keine Tampons. Das ist eher gruselig, muss ich sagen. So eine Puppe hier stehen zu haben. Ich frage mich, was sie sich dabei gedacht hat. Ganz ehrlich, das ist ultra creepy. Haarbürste. Brauche ich nicht. Noch eine große Puppe. Na komm, kleines Püppchen. You have a lot of toys. Ich bin ja mal ganz doll erwachsen. Obwohl ich ganz viele Puppen habe, bin ich erwachsen. Ich frage mich, ob wir die Körper finden werden von den Dingern. Also von den ganzen Menschen hier. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Oh, guck mal, aber sie hat ihn immerhin ein bisschen repariert. Toller Bär, der hier die Aufmerksamkeit voll und ganz auf uns zieht. Like fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story, forget it. BH! Piu. Ein BH, der fliegen kann! Bonk. Okay, hier scheint es uns nichts weiter zu geben. Schönes Zimmer, Madame, schönes Zimmer. Hat du toll gemacht. Können wir gern wiederholen. Mann, dieses Ding, das nervt mich so. Okay. Okay. Ich frag mich, warum einige das mit so einer... mit so einem... so einer Sicherung versehen haben und andere halt irgendwie nicht. Oh. Familienvater. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ist irgendwie creepy, das Geräusch. Tut mir leid. Hey! Das ist dieses Ding. Okay. Dann packe ich das mal da rein. Dann kannst du dich weiter rumrollen und mich irritieren. Kann ich denn davon nichts mitnehmen? Nichts irgendwie gebrauchen, aber scheinbar eher nicht. Werkzeug. Wieso darf ich eigentlich mein Omni-Tool nicht mitnehmen? Das Maser-Tool Safety. Das Maser-Tool, das war doch dieses Ding, womit sich dieser Typ umgebracht hat, ne? Und der hat die entwickelt hier, oder was, der Type? Scheinbar, ne? Kriege ich dann auch so ein Teil? Ich will auch so ein Maser-Ding. Bitte? Bitte? Anscheinend eher nicht. Okay. Kein Maser-Tool für Kati. Was
sonderlich viel Spannendes gibt es hier aber auch nicht. Hat überall persönliche Erinnerungen. Das sieht aber auch sehr geil aus, das Bild, ne? So mit dem Weg und der Tür und dann diese Sonne. Okay, also nichts wirklich Spannendes hier zu finden. Außer, dass hier keine Sau ist. Und dass er hier mit dieses Maser-Tool, denke ich mal, entwickelt hat. Der gute Guy. So, ich bin ja jetzt gespannt, wann sich dieses Vieh zu uns gesellen wird, das wir gesehen haben. Ich denke, das wird gar nicht so lange dauern. Ich denke, wir werden bald in diesen Bereich kommen. Und dann werden wir mal sehen, was es damit auf sich hat. So, ich lasse das hier mal vorsichtshalber offen, damit ich jederzeit zurücklaufen kann, falls etwas passiert. Okay, und dann gehen wir jetzt mal runter in die unteren Stockwerke und werden dort dann jetzt... Oh, und auf einmal hört die Musik auf. Ja, wunderbar. Und werden jetzt hier den Computer aktivieren. Catherine, wenn du mir Glück wünschen willst, wäre jetzt die perfekte Zeit. Na geil. Ich frage mich ernsthaft, warum ich das machen muss. Toll. 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 Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Leco mio. Aber so richtig. Geil. Einfach nur geil. Richtig gut, richtig gut. Ja, genau. Genau, der einzig sichere Weg ist natürlich kaputt. Ach, komm schon. Da werde ich erstmal nicht reingehen, weil ich glaube, das Geräusch kam von da. What the fuck? Okay, das ist creepy. Moment, ich mache erstmal die Tür zu. Tür zu. Hallo. Einzig lebende Person hier wahrscheinlich noch auf diesem gottverdammten Stützpunkt. Hallo. Es kann nicht mit mir reden. Okay, alles klar. Alles klar, da sollte ich nicht. Einfach nein. Was soll ich hier drin? Was soll ich hier drin? Ganz ehrlich, was soll ich hier drin, Mann? So ein verfluchter. Hallo, können wir irgendwie was reden? Die hätten so einen Trigger-Effekt einbauen müssen, so. Er schnappt mich und dann. Aber haben sie nicht gemacht. Okay. Dann halt nicht. Ich kann ihn auch nicht irgendwie anfassen oder so. Ich kann ihm auch nicht den Stecker ziehen. Also, er wird auch wieder hier am Leben erhalten. Jedenfalls, naja. Keine Ahnung, inwiefern man das am Leben erhalten nennen kann, aber gut. Boah, ekelhaft hier. Okay. Hallo! Ist da wer? Mein Name ist James S. Hammond. Entschuldigung. Okay. Fuck.
Gott, nein! Das ist voll fies. Auch an diesem Ding vorbei. Fuck, Alter. Okay, okay, wir sind vorbei, wir sind vorbei. Keine lauten Geräusche. Das ist keine lauten Geräusche. Keine lauten Geräusche. Wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich eigentlich hin? Oh. Ich glaube, ich bin richtig. Noch so ein Vieh. Also. So ein Toter. Okay. Okay, pst. Wir sind ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Okay, Stuhl. Wir legen dich mal in den Weg. Oh Gott, verdammt. Netzwerkfehler, keine Verbindung. Bitte setzen Sie den Router zurück. Okay, wo ist der Router? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Schneller. Schneller. Vielleicht kämpft's ja da hinten, vielleicht kommt's ja gar nicht. Zurück, Schalter umlegen. Okay. Psst. Okay. Router aktiv, Hauptrechner online, alles super. Alles super. Okay, ich kann gehen. Ich kann gehen. Ich mach die Taschen aber aus, auch wenn, auch auf die Gefahr hin, dass ihr nichts seht. Psst. 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 Wir schaffen das, wir schaffen das. Einfach jetzt vorbeischleichen. Ganz smart, wie wir sind. Werden wir uns jetzt hier vorbeischleichen? Ich sehe ja gar nichts, ey. Okay, ganz ruhig. Wir packen das. Wir kommen einfach genau denselben Weg wie eben. Wir sind ganz ruhig. Haben alles richtig gemacht. Okay, okay, okay. Oh, oh. Steht da noch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt nur noch zurück. Und Tür zu. Okay. Ich glaube, wir haben es erfolgreich überlebt. Wir haben es überlebt. Und wie komme ich da jetzt wieder hoch? Wie komme ich da zurück? Achso. Ah, Leiter hoch. Okay, alles ist gut. Puh. Okay. Hui. Kleiner Herzinfarkt, aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben das Vieh unten eingesperrt. Das ist gut. Wir werden jetzt auch hier. Good job, Simon. This better have worked. I'm not going down there again. Oh, leck mich doch. Warum ist das offen? Oh, leck mio. Warum ist das offen? Warum ist das offen? Oh, verdammte Axt. Du kannst mich mal sowas von gern haben. Tschüss jetzt.
Ich werde dich ignorieren. Ich werde einfach davonlaufen, davonstürmen in Richtung Freiheit. Mann, ey. Mal, ich wollte noch was gucken. Ne, Moment. Ich wollte noch irgendwo was anderes gucken. Ne, war das hier? Ne, es war da oben, glaube ich, drin. Weil irgendwo konnte ich ja mir auch noch Feuerdaten angucken. Aber ich glaube, das war hier in dem Raum mit dem Gehirnscanner. So. Oh. Jetzt ist das auch offen. Das ist ja überhaupt nicht gruselig. So, Tür zu. Dann gucken wir mal. Okay. Scans. Imogen Reed. Komprimierter Nakajima. War das nicht auch das Ding, was wir da in unserem Labor hatten? Vielleicht war das ja der Anfang, das Ende, ist keine Ahnung. Aber meine lieben Freunde, ich werde jetzt... Wieso ist das jetzt zu? Das ist so strange. Okay, ich... Ach, wahrscheinlich, weil wir die Tür zugemacht haben. Ich werde jetzt an dieser Stelle hier einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Zoom. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao, ciao.